Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Kingdom Comes Deliverance. Kingdom Come Deliverance, so. Gut, wir gucken uns mal unseren unentdeckten Ort da vorne noch an. Und dann machen wir uns auf Richtung Kräuterfrau wahrscheinlich. Hoffentlich. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Zu dir kommen wir auch später nochmal. Das will ich auf jeden Fall nochmal machen und gewinnen. Ich glaube, da kann man ganz gut Geld machen. Nö. Tja, und unsere Hehlerware, die werden wir anscheinend wirklich nicht so schnell los. Also lohnt es sich schon fast gar nicht, das Zeug zu klauen. Oder wenn, dann müsste man es klauen, wenn man dann weiß, wo man es los wird und dann in der Truhe lagern vielleicht. Und dann irgendwann mal losgehen. Aber also Geld hätten wir jetzt anders viel mehr gemacht. Ah, hier, den Krämer. Da ist der Krämer. Wollen wir mal... Also wenn wir schon mal da sind, versuche ich es natürlich. Nein, oh. Hallo. Schnell weg hier. Ich dachte, das wäre die Eingangstür vom Krämer. Hä? Das ist die Eingangstür vom Krämer. Warum hat er denn schon zu? Das ist etwas besser auf. Hä? Schloss knackt. Stranger Things passieren hier. Hallo? Oh. Oh Gott. Es kam von da drüben, ja. Wir sind ein Schatten. Gut, dann gucken wir mal da oben. Kräuterfrau, vielleicht. Können wir dir helfen? Nee. Ich dachte, wir können ihn anbieten, ihm zu helfen. Dann machen wir uns mal auf in den Wald. Boah, was ist denn das für eine fette Straße hier? Ah ne, das ist ein Feld, ne? Das ist gar keine Straße. Hier ist eine Straße. Nee, hä? Das sind irgendwelche Felder. Map. Map würde ich ganz gerne. Einfach geradeaus. Da ist zumindest ein Sternchen. Dann versuchen wir doch mal. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht hier irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Ich würde nämlich dann vorher nochmal einen Schnaps trinken. Oder? Wenn nicht, dass die überfallen wird, weißt du, und ich dann sterbe. Dann nehme ich mir doch lieber erstmal hier einen Nahrung, hier einen Retterschnaps. Warum haben wir denn davon schon wieder 6? Hatte ich nicht... Was? Retterschnaps? Dürfte ich annehmen? Hä? Was ist das jetzt? Kann ich die kombinieren oder was? Irgendwie schon. Ich war... Keine Ahnung. Ich will den aber einfach nur mal anwenden. So, am Essen. Und gespeichert. Falls du noch eine Flasche... Ja, das haben wir doch schon mal bekommen. So, dann schauen wir mal. Was ist das? Hey! Wer seid ihr denn? Was sagt man dazu? Huh. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Na, siehst du... Gibst du schon Alarm? Seid vorsichtig! Ein Glück habe ich... Komm her, du Weichei! ...gespeichert. Hey. Okay, das wird nichts. Alter. Ah, das sind zu viele. Nein, geh nicht auf den. Schlägt der andere mir doch den Rücken. Alter, wie alles pariert, ne? Keine Herumgeschosse mehr. Ah.
Was, was? Droht dir im Kampf der Tod? Versuch aufzugeben? Mit G. G. Ich drücke G. Ich will aufgeben. Leute! Ich bin hier drüben! Wir sind gleich tot. Nein! Ich will wenigstens einen mitnehmen! Batsch! Game over! Na, ein Glück habe ich vorher den Retterschnaps getrunken. Mit sowas habe ich nämlich schon fast gerechnet, dass da irgendwie... Aber ich glaube, das waren... Sollten wir die belauschen? Versuchen wir es mal, ob wir die belauschen können und dann irgendwas herausfinden. Das sind nämlich die, was er gesagt hatte, die sich da in der Ecke immer getroffen hatten, ne? Irgendwas zu planen. Vielleicht können wir uns so ein bisschen ranschleichen und die belauschen. Wer ist da? Quatschen die jetzt? Was ist hier los? Was ist das? Wir warten mal. Mal gucken, was passiert. Überall Dreck und Gestank. Zu Hause war's besser. Die quatschen aber nicht. Überall Dreck und Gestank. Zu Hause war's besser. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Wie sie einen aber auch gleich angreifen, ne? Zu den Waffen! Hier rüber! Er muss hier irgendwo stecken. Bleibt Alarm! Seid vorsichtig! Oh. Oh, das war gut. Jawohl! Zwei ist halt schon mies. Alter, Alter. Komm und hol's dir. Er pariert alles weg einfach. Boha Yeho! Was? Boha Yeho? Ui, und er schießt auch noch mit Pfeil und Bogen, der andere. Gut getroffen. Nee, da haben wir keine Chance, leider. Oh, andererseits. Nein, nicht auf den an. Ah. Nee. Mehr hast du nicht drauf. Verdammte Scheiße. Nee. Ach, und er geht auf den anderen. Das ist echt ein bisschen doof gemacht, dass er dann auch noch so hin und her wechselt. Gut. Ja, weiß ich nicht, was wir bei denen machen müssen dann. Dann gehen wir erstmal zu dem anderen Sternchen. Wie gesagt, ein Glück habe ich hier gespeichert gehabt. So, das andere Sternchen war ja hier auch in der Nähe. Einfach hier runter jetzt. Da müsste da die Kräuterfrau sein. Zu der wollte ich ja eigentlich auch. Auf dem Weg pflücken wir ein paar Ringelblümchen zur Beruhigung. Kräuterkunde hat sich schon wieder verbessert. Kräuterkunde kriegen wir, glaube ich, recht schnell voll. Warum habe ich keine Pfeile ausgerüstet? Der Köcher war gerade leer, habe ich gerade gesehen. So, nicht alles mitnehmen, aber immer wieder mal so ein bisschen, ne? Ich glaube, Blumen haben wir hier mehr als genug. Samforscher Wälder, okay. Da war der Retterschnaps, aber diesmal wirklich ein Retter. Hier ist wieder Salbei.
Sollen wir mal gucken, wie wir das dann machen mit Alchemie, mit Kräuterkunde und sowas alles. Ist ja alles noch neu. Obwohl man jetzt schon eine ganze Weile gespielt hat, ne? Aber es ist trotzdem alles noch neu. Findet man denn hier auch irgendwie so Verstecke? Also schätzemäßig oder sowas? Oder irgendwie... Also was hier, was ist denn hier? Waldgarten. Guck mal, hier haben wir ganzen Garten. Dann bedienen wir uns doch hier gerade mal, wenn wir hier so Pilze und sowas haben. Und hier ist noch eine Kiste, ne? Schloss knacken schwer. Mal versuchen. Ah, Schloss ist zu kompliziert. Nee, dann lassen wir das. Ist bestimmt von der Kräuterfrau hier, der Garten, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So, haben wir ein paar Pilze gesammelt. Wo ist die Gute denn? Obwohl, das geht da noch ganz schön weit. Aber der Kräutergarten bleibt angezeigt auf der Karte. Das finde ich gut. Dann wissen wir nämlich, dass da irgendwie noch eine Kiste... Oh. Wild. Wir haben Wild entdeckt. Da vorne ist das. Ja, wir sind wahrscheinlich viel zu laut, ne? Mit unserer ganzen Rüstung und so. Zum Jagen sollte man dann wahrscheinlich eher keine Rüstung tragen. Wo ist denn das Wild hin? Die soll mal stehen bleiben und irgendwo grasen. Ich sehe es nicht mehr. Das hilft natürlich. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte C drücken, habe Z, X gedrückt. Okay. Wild ist weg. Oh, wer läuft denn da? Und da vorne ist ein Haus. Das könnte Kräuterfrau sein. Wer ist er? Holzfällerlager. Hey, Keule. Bleib mal stehen. Und ein Lager entdeckt. Na? Ist das dein Ernst? Ja. Einmal angerempelt, voll das Arschloch. Also wir. Gut, hier haben wir ein Holzfällerlager, ja? Hallo? Man muss den ja immer so aus dem Weg gehen, sonst rempeln die einen von alleine. Oh! Danke. Ja, den Wanst vollschlagen. Wer bist du? Okay, er futtert einfach. Wir hätten uns nur setzen können. Immer noch die Hehlerware in der Tasche und schon die nächste. Was zur Hölle war das? Kommt er jetzt? Nee. Ich dachte, er kommt, deswegen bin ich schnell raus. Kennen die das denn auch, wenn ich die Sachen jetzt anziehe, dass ich die von denen geklaut habe? Ich kann ja nicht mehr rennen und springen. Ich bin schon wieder überladen. Aber da war was Interessantes dabei. Zeig mal. Arbeitsstiefel. Gut, dann wechseln wir die mal. Sind jetzt zwar geklaut, ich weiß nicht, ob die dann... Ah, gefärbte Mailand. Brigantine. Dieses Schuhwerk, was? Was für ein Schuhwerk? Das ist doch kein Schuhwerk.
Brigantine sind Rüstungen aus kleinen Stahlplatten, die am festen Stoff oder Leder genietet werden. Dank der geschickten Gliederung der Platten bleibt der Träger sehr beweglich. Zieh mal an. Wo haben wir das denn an? Zeig mal. Wie sieht denn das aus? Müssen wir erstmal alles andere ausziehen. Guck mal hier nur auf Rüstung. Mach hier mal eben nackig hier, Heinrich. So, da. Oh, schick. Tragen wir unten drunter. Gut. Oh. Die sehen auch gut aus. Ach, die hat er auch noch drunter? Wo hat er die jetzt an? Ach, da unten. Okay. Ein Leinenhemd? Muss man erstmal rausfinden, was man hier überhaupt alles übereinander anziehen kann, ne? Körperpanzerung, Körperwandung. Ah, okay. Ziehen wir uns die anderen Sachen erstmal wieder an. Der Lederwams, der ist schon fast durch. Ah, okay, der ersetzt die... Gut. Die leicht gepolsterte Rüstung ersetzt jetzt nichts. Das Leinenhemd würde die ersetzen. Macht jetzt aber auch nicht wirklich... Ja, die Rüstung ist ein bisschen weniger sichtbar, ne? Aber dafür haben wir hiermit mehr Charisma und vor allen Dingen ist die auch besser vom Zustand her. So, dann den Nackenschutz noch auf und den Wappenrock noch drüber. Alter. Okay, ja, haben wir aber ordentlich schon was an. Ach, die sind sogar hier über der Hose. Cool. So, war da auch noch eine Waffe? Ein Knüppel war da mit drin noch. Gut. Sind wir ein bisschen überladen. Können wir die Sachen denn eigentlich in Einzelteile zerlegen? Fallen lassen, Info ausrüsten? Nee. Das können wir leider nicht. So, Kräuterfrau ist da hinten. Questgeber. Nicht mehr so weit weg. Ich bin eigentlich ungern überladen jetzt. Ach, guck mal, hier auch diese Trampelpfade und so. Oh, es ist so toll. Es ist echt so toll, ey. Die Sasauer Wälder. Okay, wir sollen ja auch nach Sasau. Dann ist Sasau anscheinend gar nicht mal so weit von hier. Oh. Wie machen wir denn das? Gott, da brauchen wir echt Übung. Aber wir hatten ja noch so eine Quest, ne? Dass wir Hasen jagen sollen. Die sind zum Glück nicht allzu flink. Bleibt der auch irgendwann stehen? Ich glaube, da ist er gerade stehen geblieben. Jetzt hat er sich ein bisschen beruhigt. Guck mal, der geht sogar auf den Weg. Zielen müssen wir echt üben. Das war ordentlich. Ah, fast. Ja! Ja! Erlegtes Wild ist eine gute Fleischquelle. Wenn der Jägersmann jedoch eine Trophäe oder Innereien möchte, muss er die entsprechende Spezialisierung erlernen. Okay. Plündern. Hasenfleisch. Oh, 10 Stück kriegen wir da. Und den einen Pfeil kriegen wir wieder. Ah, okay, also wir können den jetzt noch nicht häuten. Der eine wollte ja die Haut haben, der Typi. Oh, guck mal hier. Ah, man kann die Pfeile wieder einsammeln.
Warte mal, hier, hatte ich hier nicht noch einen verschossen? Gott. Finde die mal. Da. Die im Wald können wir vergessen, die finde ich niemals wieder. Gut, dann müssen wir das auch erstmal erlernen. Boah. Okay, also wir sind echt hier so ein Tunichgut gerade noch. Da haben wir echt noch einiges vor uns, Leute. Aber das freut mich auch. So, wir folgen einfach dem Weg jetzt, um zur Kräuterfrau zu gelangen. Ach, guck mal, wie geil das aussieht, wenn du hier einfach so diese Schneise reinguckst, ne? In die Wälder. Ah, schön, schön, schön. Da unten ist auch so ein See. Ich bin nur ein bisschen am Überlegen wegen der Musik, ob man die vielleicht ausschaltet. Aber... Vielleicht mache ich das irgendwann mal ein, zwei Runden und guck, wie es ist. Aber die ist ja auch nicht dauerhaft, die Musik, ne? Guck, jetzt hört sie ja auf. Also, wo ist natürlich geiles Feeling hier, ne? Das ist auf jeden Fall Hammer. Gott, Alter, die hat aber eine ordentliche Hütte, die Kräuterfrau. Der scheint es gut zu gehen. Vielleicht sollten wir auch einen Kräuter machen. Ich kann sagen, was sind das für Kräuter? Na gut, ich hoffe, sie wird nicht überfallen. Nee. Sieht nicht so aus. Weil dann hätte ich ein Problem. Weil ich jetzt keinen Retterschnaps getrunken habe. Okay, hallo, hallo, hallo. Ich suche die Kräuterfrau. Hallo. Was, Heuling? Hey, Müller. Beste Grüße. Gut, hast du Arbeit für mich? Gibt es hier etwas für mich zu tun? Kommt drauf an. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber wir haben hier ein Problem. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Kumanen aus dem Fluss geholt. Hab eine Idee, was wir mit dem anstellen könnten, aber ich brauche Hilfe. Ich habe mit ihm was vor, aber dazu brauche ich Hilfe. Ja? Wie habt ihr das geschafft? Der Kumane gehört in Rattay an den Galgen. Tja. Ich will wissen, was er vorhat mit dem Kumanen. Wie habt ihr das geschafft? Kommt nicht oft vor, dass Müllers Burschen einen Feind der Krone fangen. Wohl wahr. Meine Knechte geben sicher gern zum Besten, wie sie das hingekriegt haben. Okay, das ist echt interessant gerade. Die Kumanen sind ja die, die unser Dorf damals überfallen haben. Ich bin mal gespannt, was er vorhat. Ich helfe dir. Ich habe noch eine Rechnung mit den Kumanen offen. Ja. Ich schätze mal, du kommst aus Scarlet. Richtig. Umso besser. Hab nämlich vor, den Hunsford auszuquetschen. Will wissen, wo er sein Beutegut versteckt hat. Das ist doch eine gute Sache. Und die Sachen willst du dann behalten, ja? Ich bekomme schon raus, was er weiß. Ach Mann, er hat ihn selber gefangen. Alles soll klar, das bekommen. Das finde ich schon heraus. Sprichst du etwa Ungarisch? Nein, kein Wort. Dann kriegst du nichts aus dem raus. Aber du kannst trotzdem helfen. Ein Stück den Fluss runter ist eine Sägemühle. Die Männer sagen, da gäb's einen Tagelöhner, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Schau doch mal nach, ob der mehr kann als bloß fluchen. Okay. Krieg ich hin. Sicher, das krieg ich hin. Danke. Auch wenn ich gerade ganz andere Sachen mit ihm machen wollen würde. So, hey. Ihr habt den gefangen? Guten Tag. Finde einen Übersetzer. Hier. Ich hätte eine Frage wegen des Kumanen. Frag nur. Wie habt ihr ihn gefangen? Wie konntet ihr ihn gefangen nehmen? Ich will euch nicht auf die Füße treten, aber ich nehme an, er war bewaffnet, oder? Ja, war er. Aber hat Pech gehabt, der Ärmste. Ich wollte morgens Wasser holen und da sehe ich plötzlich so einen Kerl, der seinen Gaul durch die Furt reitet.
Und wie er halb durch ist, geht ihm das Viech durch und wirft ihn ins Wasser. Ich spring rein, zieh ihn an Land und sehe, dass er ein Kumane ist. Zu meinem Glück ist er auf dem Kopf gelandet und war ohnmächtig. Da habe ich ihn in die Scheune gezogen. Das ist ja echt Glück gehabt. Hast du gesehen, die haben Händchen gehalten. Okay, was geschieht jetzt mit ihm? Was habt ihr jetzt mit ihm vor? Was weiß ich? Der Müller hat gemeint, ich soll auf ihn aufpassen. Frag am besten ihn, wie es weitergeht. Gut, werde ich machen. Ja, haben wir ja schon. Interessant. Wo ist der denn? Ich würde mir den ganz gerne mal angucken. Wo habt ihr den denn? Ich sehe hier nicht wirklich viel. Okay, ne? Wenn ich hier mal eben eine Fackel anmache. Da den da oben? Ich habe ihn noch irgendwie gehört, oder? Okay, hier oben ist er nicht. Gut. Wieder runter. Konnten wir bei dem Müller eigentlich auch handeln? Ich meine, wenn der sowas macht, dann nimmt der doch bestimmt auch geklaute Sachen an. Ne, Müller? Na, hast du den Tagelöhner gefunden? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Na gut, aber eile dich. Ich will mir diesen Heiden vom Leib schaffen. Ja, yeah, okay. Nee, das können wir anscheinend nicht. Was ist denn? Alles gut. Wo ist der? Ah, hier dürfen wir nicht rein. Gut, ist die Kräuterfrau hier? Schloss knacken? Nee. Okay, das war die Quest, ja? Das war gar nicht die Kräuterfrau hier. Okay. Aber wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo habt ihr den denn? Na gut, dann gehen wir da mal hin und holen uns den Übersetzer. Beziehungsweise fragen wir, ob der Übersetzer uns übersetzen kann. Dann muss ich das, glaube ich, aber irgendwie aktivieren, ne? Vergeltung erwachen. Oh Gott, da steht ja auch so viel geschrieben. Nebenquest. Der ehrbare Dieb. Aktuelle Aufgabe. Der Schatz, das dürfte es sein, oder? Ah nee, Scarlet's, okay. Aktivitäten, Klötzern Plus. Nimm den Reichen. Gib's den. Armen. Ach, ja wirklich, Robin Hood. Stiehl 50 Groschen. Ach ja, das sollten wir auch noch machen. Na los, verpass mir eine. Haben wir auch noch. Und Tierhäute, hier. Bring dem Gerber Hasenfell. Dafür müssen wir aber erstmal lernen, wie wir den die Tierhäute abziehen. Mächtiger als das Schwert. Das will ich ganz gerne machen. Uschitza. Da sollten wir vielleicht mal hin. Optional, finde raus. Ach ja, das ist hier. Ach, hier ist es? Ah ne, hier, ne? Hier. Was ist das? So, hier haben wir die Sprachbarriere. Da oben sind die. Okay. Ein paar Müllersburschen aus Buddin haben einen Kumanenplünderer gefasst. Sieht ganz so aus, als wüssten sie nicht, was sie mit dem Gefangenen machen sollen. Wie können wir das denn jetzt hier? Quest, lock ein aus. Ah, okay. Und zeige I. Du kannst nur Nebenquest-Aktivitäten verfolgen. Ja, dann die hier war weg. Die mal weg, die mal weg. Haben wir auch mal weg eben. So. Da oben. Finde einen Übersetzer. Das könnte die Kräuterfrau vielleicht sein. Na denn mal auf. Doof ist nur, dass wir nicht rennen können gerade. Können wir denn hier irgendwo Sachen deponieren? Wie viel tragen wir denn zu viel? 100? Oh, das ist schon eine ganze Menge. Ich kann ja nicht mal springen, wenn ich überladen bin. Ich würde ganz gerne erstmal das Zeug loswerden. Ja, soll ich das jetzt einfach wegschmeißen? Wäre schade drum, oder? Zur Not müssen wir halt jetzt so laufen. Dann machen wir das einfach mal. Dann gucken wir mal. Vielleicht können wir da ja ein paar Sachen verkaufen. Oder wir finden auf dem Weg noch irgendjemanden. Wir sollten nur zusehen, dass wir uns jetzt nicht noch mehr anlachen. Weil, oh, Entschuldigung, ich habe voll die Maus verzogen.
Ja, anstatt dass wir Sachen verkaufen, kriegen wir immer mehr dazu. Guck mal, ja, ein Trampelpfad nach oben. Und so, oh, ist ja so toll hier. Das ist echt so geil. Das macht so einen Spaß, hier durchzulaufen durch die Wälder. Bin gespannt, was man hier noch so alles finden kann. Wie zum Beispiel dich. Mein kleiner Freund, der Steinpilz. Oh, und seine ganze Familie ist mit dabei. So viel zum Thema, wir sollten nicht noch mehr Zeugs uns anlachen, ne? Ich meine, einer wird jetzt nicht viel ausmachen, aber das wird ja nicht bei einem bleiben. Ich glaube, wir sammeln auch immer mehr als nur einen ein, kann das sein? Guck mal, und hier die Koniferen. Kleinen Koniferen. Ist hier so ein Mischwald, ne? Ich mag Mischwald. Gibt's denn auch wilde Tiere eigentlich? Muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht von Wölfen zerfleischt werde? Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Oder ein Bär? Ich krieg grad... Oh, aber die Musik dazu... gerade aber ein ganz anderes Gefühl, wo ich gerade an Bären und Wölfe denke, wo ich hier so durchstapse. Weil wegrennen ist gerade nicht bei mir. Oh, guck mal da vor die fette Lichtung. Komm, wir spionieren mal. Ob wir irgendwas erspähen können. Oh, ein Häuschen. Was ist das hier? Vielleicht ist ja jemand zum Handeln daheim. Warum steht denn hier einfach so ein großes Haus? Das hat aber auch so eine fette... So ein fettes Tor da vorne. Oder so ein Eingang. Das sieht mir nicht aus, als wenn es ein Wohnhaus wäre, sondern eher, als wenn es so eine Art Lagerhaus wäre. Hm. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Mal gucken, ob wir überhaupt jemanden vorfinden. Aber ein Händler eher nicht, ne? Hallo? Schweinestall. Mit Durchgang. Okay. Na gut, ihr Lieben. Alter. Geil. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Wenn ihr Bock habt. Bis dann. Bye, bye. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan.